Hallöchen und willkommen zum, muss ich kurz schauen, 22. Part von FIFA 13 Ultimate Team Road to Glory. Gestern haben wir ja ziemlich klar gewonnen, dank Emir Chicharito. Ein Spiel für uns und 4 Tore gemacht. Tja, nicht schlecht, nicht schlecht. Gekauft für 8000, der hatte schon 10 Besitzer, der Junge. Und er hat ein bisschen gezaubert, mit seinen 89 Dribbling. Er hat zwar auch 88, aber nur 4 Sterne Skills. Ja, die Verträge. Klischee noch 22, Nani 33, Kagawa 17, Chicharito 78. Das sind eigentlich die wichtigsten, die wir brauchen. Ja, jetzt muss ich kurz noch schauen, was unser Chicharito macht, den ich am Verkaufen mit für 7000 Coins. Ja, da ist ein Gebot drauf, 7000, das ist schön. Da sind wir wieder auf den 20.000. Das ist gut. Und wir machen jetzt unser erstes Spiel in Liga Nummer 4. Let's go. Moment. Die Fitness, Nani 88, Chicharito 91. Ja, da geht da jetzt noch so 2-3 Spiele und dann kann ich die 30er Teamfitness reinhauen. So. Oh, FC Luzern. Trikot. Das ist eine Schweizer Mannschaft. Ich hasse diese Mannschaft. Ich bin FC Basel-Fan. Und er hat, ja, Diego. Er probiert ein Bundesliga-Team zu machen. Luis Gustavo in der Innenverteidigung, obwohl er eine zentraldefensive Position hat. Naja, Aaron Hunt im linken Mittelfeld. Den Rest kenne ich nicht. Bundesliga-Team könnte ich mir in der Road to Glory auch noch aufbauen. Das ist ja nicht so teuer. Aus so einem Tor kann man locker einen Weidenfeller nehmen. Und statt einen Philipp Lahm einen Piszczek. Ja, und da läuft einer. Aber natürlich spielt Zaha nicht den an. Oh, Nani, sehr gut. Verheek heißt sein Linksverteidiger vom FC Augsburg. Hier, Diego, sein bester Spieler. Allerdings ist er nicht der beste Spieler auf dem Platz, denn das ist mein wunderschöner Nani. So, jetzt gehen wir einfach mal mit Luis Zaha durch. Oh. Sehr schön, Zaha. Zack. Ja, oh, Zaha. Komm, holt er den Ball. Zaha. Oh. Na. Aber kein Abstoß, ne. So, Nani. Komm schon. Da. Und da Chicharito. Steven Ireland hat er im Team. Green. Ist so wahrscheinlich der 55er Bronze-Stürmer. Der seltene. So, knall den mal nach vorne, den Ball. Aber nicht so, bitte. Ey. Willst du noch meine Spieler verletzen, du Monster. So, jetzt Nani, komm. Uiuiui, uiuiui, Tiki-Taka, Tiki-Taka. Ah. Ne, gut, Tiki-Taka ist ja das Passspiel, das bald Bayern lernen soll. Vom lieben Pep. Und jetzt gibt's Freistoß. Und ein Gelb für Steven Ireland. Warum auch immer. So, gut, mach mal eine schöne Flanke, Nani. Oh, die kommt gut. Kagawa, ja, du kannst sicher gut Kopfball machen. Ja, sehr gut im Bier. Das ist eine Ballannahme wie aus dem Lehrbuch. Das hätte jetzt Manny Breukmann gesagt. Wer ihn nicht kennt, das ist der liebe deutsche Kommentator in diesem Spiel. Und was war denn das? Eine Flanke wie aus dem Lehrbuch von Azpilicueta. Na. Böse. So, könnt ihr den Ball nicht einfach zu den eigenen Mitspielern so hoch spielen? Ist das denn zu viel verlangt? Und jetzt gibt's Gelb. Gelb-Rot, das ist wieder Steven Ireland. Ja, das ist natürlich blöd, wenn er schon in der 17. Minute
direkten Platzverweis bekommt mit einem nicht schlechten Spieler. Boah, was machst du da, Saha? Nein, ach du Scheiße, Ivica Olic. Ach du Scheiße, ein Bier, danke. Boah, der war schön rausgespielt, muss ich sagen. So, aber jetzt komme ich mit meiner Paysuche, Chicharito. Der den Ball auch nicht annehmen kann, wie ein normaler Fußballspieler. Es ist einfach nicht möglich, bei den Barclay Premier League Spielern einen Ball anzunehmen, wie ein normaler Fußballer das macht. Und Sandro, du spielst bei Tottenham und kannst keinen Pass spielen. Ja, warum kannst du keinen Pass spielen? Ja. Okay, Azpilicueta. Da, schick ihn. Ja gut, kannst auch Kagawa, aber der verliert natürlich den Ball, der liebe Shinji. Oh, 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 Chicharito. Oh, schlecht. Oh, oh. Da will ich mal Tsunami spielen, da kommt der Ball nicht an. Aber sensationell zurückerobert. Oh, er spielt ihn in den Lauf. Er spielt ihn tatsächlich in den Lauf. Obwohl er nach hinten spielen sollte. Oh, Kagawa. Warum hast du nicht einfach dein Bein hingehalten? Dann wärst du allein vor den Torwart gekommen. Ah, Olic abseits. Da, wenn man bei Wolfsburg spielt, dann steht man halt im Abseits. Da lernt man nicht daraus zu rennen. So, wer ist das? Nani. Und zack. Oh, what a shot, man. So was wollte ich schon immer machen, einfach mit einem Tor. So was wollte ich schon immer machen. Ah, schade ist er nicht rein. Jetzt haben wir da Sandro. Kagawa 1-0. Souverän hat er sich da durchgesetzt, der Shinji. Sehr schön. Es geht doch. 1-0 für den FC Akuyaku. Oh. Da hat er mit Verheck zwei sehr schnelle Spieler eigentlich ausgedribbelt, weil sie ineinander reingelaufen sind. So, jetzt Chicharito. Oh! Wird er ziemlich früh vom Ball getrennt? Nee. So einfach kommst du bei mir nicht durch. Da steht immerhin ein Schwarzer. Hallo? Chicharito, Kagawa! Na, wäre ich doch selber... Jawohl. Nicht schlecht. Not bad. Alter Schwede, der war peinlich. Der war verdammt nochmal peinlich. Tja, Kagawa darf sich jetzt als Doppeltorschütze feiern. Vielleicht gleich noch den Hattrick. Ja, nee, das wäre zu viel des Guten. Oh. Ja, fast wäre es noch der Hattrick geworden in der ersten Halbzeit. Vom lieben Shinji. Elias, ist das... Green. Boah, hat der wenig Ausdauer noch. So, nimm ihm den Ball weg. Komm, der hat doch keinen Skill. Schau mal seine Ausdauer an, das ist ja zum Heulen. So könnte ich nicht spielen mit so wenig Ausdauer. So, jetzt Chicharito. Nein, doch nicht. Kagawa, auch nicht. Lol. Nani hat auch immer so... Am Anfang hat er noch verdammt viel Ausdauer, der liebe Nani, aber so nach der ersten Halbzeit ist Ende Gelände bei dem, dann kann er nicht mehr rennen. Da wären wir mit Gareth Bale wahrscheinlich besser dran, aber er kostet natürlich 30.000 Coins mehr, Kagawa! Oh. Mach doch den Hattrick. Mach ihn doch. Boah, das wäre der Hattrick gewesen.
Das wäre der Hattrick gewesen. Tralalala. Das war natürlich eine sensationelle Parade von Diego Lopez. Er hatte noch keinen Schuss aufs Tor. Es war nicht mal ein Schuss, er ist noch... Sperma enthält Zucker. Lese ich gerade auf Facebook. What the fuck, man? Biologieunterricht. Hast du gewusst, dass Sperma Zucker enthält? Das steht hier. Echt, warum schmeckt es dann nicht süßlich? Jawohl. LOL. So, wir waren immer noch auf meinen Gegner. Now, how often do you see this? Kappa, Eriksson, Jungwirth. Noch nie von diesen drei Namen gehört, ehrlich gesagt. Noch nie. Noch fucking nie. Oh, Dejaka. Ja, er spielt trotzdem noch weiter. Es ist egal, ob Dejaka ist egal, ob der Ball draußen ist oder nicht. Er spielt weiter. Why not? So, jetzt Shinji. Mann, es wäre echt geil, wenn Nani ein Dingens wäre. Stürmer. Ich glaube, ich mache ein 4-3-3 aus statt 4-1-2-1-2. Dann kann ich Clichy verkaufen. Oder könnte ich sogar behalten für ein 4-3-3. Das wäre gar nicht so tragisch. Aber für ein 4-3-3 wäre er wahrscheinlich sogar ein bisschen billiger. Da kann ich Nani als linken Flügel einsetzen. Dann ist er ein bisschen mehr vorne. Hernandez. Das wäre eigentlich noch eine coole Idee. So, jetzt Kagawa. Oh! What a goal! Shinji Kagawa. Hattrick. Hattrick, Hattrick, Hattrick. Wundervoll durchgesetzt, mein Lieber. Mein Lieber. Schatzi, schenk mir ein Foto. Schenk mir ein Foto. Von deinen Augen. Oh yes. Ja komm, das nützt auch nie Ibiza Olic nix. Hast sogar so ein Azpilicueta besser. Und ich kenne diesen Azpilicueta nicht mal. So, Chicharito nochmal. Schießen wir mal. Wow, der war nicht schlecht, obwohl der linke sein schwacher Fuß war. So, da haben wir Kagawa. Oh, das war abseits. Ich habe genau gewusst, dass er nicht aus dem Abseits läuft. Ah, meine Güte. Oh, Nani. Oh. So, Chicharito muss jetzt noch ein Tor machen. Sonst ist seine Bilanz nicht mehr gut. Chicharito. So, spiel ihm mal den Ball. Boah, er kann ihn natürlich nicht annehmen. Ball richtig annehmen ist zu Mainstream. Das macht man heutzutage nicht mehr. Alter. So, jetzt komm, Nani. Nani, komm. Willst du meinen Nani nicht angreifen? Willst du meinen Nani nicht angreifen? Oi, 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 oi. Hernandez! Was macht der Torhüter da? Lössl. Lössl hat einen Löffel. Yeah, Lössl hat einen Löffel. Lössl hat einen Löffel. Komm, Dejaka, spiel ihn. So, jetzt Chicharito. Chicharito. Chicharito, Chicharito, Chicharito. Chicharito. Warum du nicht machen Tor? Ja, Aaron Hunt. Oh. Hätte ich gedacht, er zieht nach innen. Danke für den Ball. Oh. Was war denn das, Ashkan Dejaga? Ah, ah, you don't make goal. Nee, 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 du machst mir kein Tor. Du machst kein Tor. So, jetzt komm, Chicharito. Chicharito, zack! Boom! Boom! Boom!
Ich sag bang, 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 bang. 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 Oh, oh, oh. 4-0, Junge. 4-0. Das lässt du dir bieten. Also ich würde einen Rage Quit machen. Ich würde rausgehen. Kagawa. So, jetzt Sandro. So, komm, noch ein Tor mit Chicharito. Zack! Oder doch nicht? Eins mit Nani wäre nicht schlecht. Oh, Nani. Hernandez. Gibt Freistoß? Gelb für Maicon. Ja, das ist nicht der Maicon. So, komm, Freistoß. Oh, hello. Du gibst ihm Gelb. Und dann gibt es keinen Freistoß. Boah, oh boy, man. Hotter, 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 hotter. Ah, da hat er sich verletzt, der Olic. Oh, da hat er sich genau im falschen Moment verletzt, der Olic. Ja, gegen Chicharito hast du keine Chance. Wumms! Luis! Zaha! Bitches! Oh yeah, Bitches! Bitches, Bitches, Bitches! Und zack! 5 zu 0, Junge! 5 zu 0, Junge! 5 zu 0, Junge. So, jetzt machen wir noch einen mit. Ich habe noch kein einziges Tor mit Nani gemacht. Ja, dann nützt auch ein Roulette nix. Oh. Come on, Clichy. Oh, 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 da hat er den Ball zu weit vorgelegt. Zaha, hol ihn, hol ihn. That was bad. 5 zu 0, das gibt einiges an Skillprämien. Hat er keine Lust mehr? Na, jetzt hat er keine Lust mehr. Ah. Give me the ball. Was macht er da? Ist doch nicht lustig so. Ja, genau. So ist gut. So ist gut. Oh, da war ich wieder zu spät. Ui, Kaba. Oh mein Gott. Nee, ich hab dir gesagt, du machst kein Tor. Hat er sich noch verletzt jetzt oder was? Soho. Oh Nani, wo ist deine Ausdauer? Sie ist weg. Ja, macht oder ruhig, wenn dir das Spaß macht, wenn du 5-0 am Verlieren bist, sowas abzuziehen. Kein Problem. No problem, baby. No problem. Olic. Olic. Das nützt da alles nichts. Du schaffst kein Tor mehr. Ja, jetzt ist fertig. 5 zu 0. Das ist doch mal ein schöner Start in die Saison. Das ist doch mal ein schöner Start in die Saison. Kagawa, Mann des Spiels. War immer der beste Lösel mit einer 8-1. Nur 490 Münzen. Ach so, ja, weil ich dreimal Rage Quit gemacht habe. Sorry, grad verschluckt, ey. Ja. So, wie viele Münzen habe ich? 19.900. Und wegen 19 EP kein Level Up. Chicharito verkauft für 7.100. Ja, schön. Das geht alles noch ein bisschen Muradjakin. Grabben. Spielt eine N-Power League One. Wolverhampton. Oh, da hat jemand 3.500 geboten auf Noble. Das ist gut. Das ist gut. Oh, das macht mich an. Das ist geil. Ja. Ich mach das hier schon mal bereit. Und eigentlich könnte ich
bei Teamtraining zuerst mal eine riesige Moral. Die vier könnte ich verkaufen für je 2000 und dann eine 10er holen. Dann würde ich Gewinn machen und trotzdem hätte ich Fitness. Versteht da, was ich meine? Ups. Ja, dann geht der Part halt ein bisschen länger, das ist kein Problem. Tauschen. Entwicklung, Gold, Fitness. So, gucken wir mal. 1800, 1900. 1000, ja gut, für 1900 geht das weg. Das geht weg für 1900. Oder? So, lad, los. 1800. Ja, da geht weg. Jetzt schauen wir mal Silber. 1000, auch 1900. Meine Güte. Das ist genau gleich teuer wie das Goldene. Dann schauen wir mal das Bronze. Da ist gar keins. Da ist gar keins. Hier. 1600. Alter, willst du mich verarschen? Oder vielleicht kaufe ich mir die Fitness einzeln. Da kann ich immer so 20. 300, da bin ich für 10 Stück 3000. Gut, es gibt sicher immer wieder solche, die bekommst du für 150. Ja. Kann schwer werden. Naja, gut, ich bleibe bei meiner Fitness. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.